An zwei Wochenenden im Mai feierten die Berbersdorfer und Schmalbacher ihr 850-jähriges Jubiläum. Los ging es mit der Eröffnung des Festes auf dem Sportplatz in Berbersdorf. Der Bürgermeister der Gemeinde Striegestal begrüßte alle Einwohner und Gäste auf das Herzlichste. Er bedankte sich beim Festkomitee für die Vorbereitung des Festes. Ebenso bedankte sich der Ortsvorsteher von Berbersdorf, Mario Dorner, bei allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren, und eröffnete das Fest. Und in diesem Sinne eröffne ich die 850-Jahr-Feier von Berbersdorf und Schmalbach. Der Bürgermeister durfte nun den Festbieranstich vornehmen, aber irgendetwas ging schief. Der Bierschaum entweichte nach oben. Der Fußballverein SG 1889 Striegestal hat sich anlässlich des Festes die Traditionsmannschaft der SG Dynamo Dresden eingeladen. Mit dabei war auch Gerd Zimmermann. Ja, liebe Freunde, das ist doch mal was zum Feiern. Nee, 850 Jahre Berbersdorf, da hat man sich die Champions League eingeladen, also die von früher, die Champions League. Ist ja kein Problem. Die SG Dynamo Dresden, die Traditionself. Und wenn zum Beispiel Dixi Dörner hier aufläuft, und das macht er, dann erinnern wir uns alle an die Champions League damals gegen den FC Liverpool. Es hat zwar nie gereicht, aber dreimal gegen Liverpool gespielt. Dann haben sie gespielt gegen den FC Bayern München, gegen den FC Porto. Dann haben sie gespielt gegen Juventus Turin. Traumhafte Spiele. Und heute in Berbersdorf. Er kommentierte das Spiel auf seine humorvolle Art und Weise. Über den Flügel, du musst rennen, wie du noch nie gerannt bist, Elfer. Das ist doch... Ja, André, und guck mal! Insgesamt fielen bei diesem Spiel 10 Tore. 9 Tore konnten die Dresdner für sich verbuchen. Circa 800 Gäste verfolgten das Spiel live hier in Berbersdorf. Wenn er den reinmacht, ich kann nicht hinschauen. Keiner schaut hin. Tor! Am Samstag wurden beim Kreisvorausscheid im Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehren die besten Mannschaften ermittelt. Im Festzelt zeigten die Kinder der Kita Pusteblume ein kleines Programm zum Thema Feuerwehr in Berbersdorf. Die Gäste waren begeistert und spendierten viel Applaus. Mit einem Showprogramm waren Gitte und Klaus nach Berbersdorf gekommen. Unter dem Motto „Gute Laune ohne Ende“ sorgten sie für Stimmung im Festzelt. Unterm Haselstaub, lass uns glücklich sein, liebes Jahr, mein Schatz, da bist du mein. Der Museumsbahnhof Berbersdorf öffnete seine Türen für die Festgäste. Die 1872 gegründete Heinichen-Rossweiner-Eisenbahngesellschaft eröffnete am 15. August 1874 eine 17 Kilometer lange Neubaustrecke von Heinichen nach Rosswein. Der Verein Museumsbahnhof Berbersdorf-Striegestal e.V. engagiert sich unter dem Vorsitz von Klaus May seit vielen Jahren für den Erhalt der Zeitzeugen. Klaus May als Vorsitzender vom Verein, den kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Und das ist ein ganz toller, engagierter Mann, der sich hier darum gekümmert hat, seit Anfang an, um das alles aufzubauen. Und man kann den Leuten nur empfehlen, dass sie den Museumsbahnhof Berbersdorf mit den ganzen Sachen hier sich mal angucken. Ein schönes Ausflugsziel in der Region. Eine Fühl- und Taststrecke wurde seitens der Kita Pusteblume und dem Förderverein organisiert. Die Kinder hatten sehr viel Spaß. Auch Clown Koldi war mit von der Partie. Das zweite Festwochenende begann am Samstag mit dem 21. Traktorentreffen, dem Schaustellerbetrieb und dem 11. Handwerker- und Bauernmarkt. Ortsansässige Händler boten ihre Waren an. Ein historisches Handwerk war auch das Böttchern. Circa 120 Traktoren haben den Weg nach Berbersdorf gefunden. Mit einigen Traktorliebhabern haben wir über ihre Fahrzeuge gesprochen. Dieser Traktor ist Baujahr 55. Es ist ein McCormick Formal DED3. 20 PS, 3 Zylinder. Den hatte ich mal von einem Landmaschinenhändler erworben. Der stand dort eingewachsen in der Ecke. Und mit meinem Sohn habe ich den in einjähriger Arbeit zu dem wieder aufgebaut, wie er jetzt hier steht. Der hier, wo steht, ist ein F2M 417, 35 PS, Baujahr 41. Das ist ein Straßendeutz, da läuft so an die 30 km/h, wo es auch mal Spaß macht, über eine größere Strecke zu fahren. Und die anderen, die sind dann mehr für Feld gedacht. Den hier, den habe ich 89
von Langenau geholt. Der hat viele Jahre gestanden. Ich habe fast 10 Jahre dran gebaut. Ja, da bin ich noch richtig auf Arbeit gegangen und da hat man nicht jeden Tag Zeit. Aber 10 Jahre jetzt läuft er und läuft gut. Ist Baujahr 39, hat 50 PS und die Dreizylinder-Deutz-Motoren, die gibt es wenige. Nach dem Mittag starteten die Traktoren zu ihrer Rundfahrt durch Berbersdorf und Schmalbach. Das Festgelände konnte man auch von oben betrachten. Nach einer knappen Stunde trafen die Fahrzeuge wieder ein. Am Nachmittag trat die Striegestaler Heimatgruppe auf. Im Jahr 2017 feierte sie ihr 40-jähriges Jubiläum. Natürlich war auch die Jugend mit dabei. Die Band Olfi aus Pappendorf sorgte für Stimmung im Festzelt und spielte feinste Covermusik. Am Pfingstsonntag war der Frühschoppen mit der Schalmeienzunft Hartmannsdorf angesagt. Das Festzelt war sehr gut gefüllt. Ein weiterer Höhepunkt war der Festumzug von Schmalbach nach Berbersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Berbersdorf-Schmalbach präsentierte sich ebenfalls anlässlich ihres 130-jährigen Jubiläums. Wir stellen die Entwicklung der Feuerwehr in den Jahren von 1900 bis zum jetzigen Zeitpunkt dar. Nach und nach reihten sich die Mitwirkenden in den Festumzug ein. Auch ein Bild der goldenen 20er Jahre war mit dabei. Wir sind die feinen Damen und zu dieser Zeit boomte die Wirtschaft weltweit und das verkörpern wir. Auch das Kulturdenkmal Aussichtsturm Striegestal wurde mit präsentiert. Da steht er zwischen Büringen, Etzdorf und Berbersdorf und gehört zum Dorfleben Berbersdorf als Wanderziel genauso mit dazu. Pünktlich 14 Uhr setzte sich der Festumzug in Bewegung. In 16 Bildern gestalteten zahlreiche Mitwirkende vor allem regionale Ereignisse und Vorkommnisse aus der Geschichte und der Entwicklung der beiden Dörfer. Hier sind einige Ausschnitte zu sehen. Der vollständige Festumzug wird neben vielen Höhepunkten auf einer DVD zu sehen sein. Nach dem Festumzug hatten der Randfechten aus dem Erzgebirge ihren Auftritt im Festzelt. Ein herzliches Glück auf. Von der Randfichten aus dem Erzgebirge. Genau. Ja, und nun sind wir hier in Berbersdorf gelandet. Und die feiern 850 Jahre, so alt seid ihr schon. Wirklich? Ja, und 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Na, das ist ja... Welch eine Leistung, ne? Welch eine Leistung, kann man auch sagen und beglückwünschen. Und wir sind ja da, wir sollen ja was dazu beitragen. Ne? Ja, wir machen Stimmung und Konfetti. Für Stimmung pur war jetzt angesagt. Das Fest in Berbersdorf klang mit Live-Musik der Kling-Klang-Band aus dem Landkreis Bautzen aus. Mit einem Feuerwerk ging das Fest zu Ende. Die DVD anlässlich der 850-Jahr-Feier wird voraussichtlich Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Quartals fertiggestellt.